Hallo und herzlich willkommen beim Fantasy Oktober von Hörgeschichten. Liebe Zuhörende, seid ihr fit? Für Fantasy! Tja, was erwartet euch im Oktober? Fantasy. Wir fangen an mit heroischer Fantasy von David Gemmel. Ich stelle meinen Lieblingsautoren aus der Jugend vor, neben Terry Pratchett natürlich. Und wir laden auch ein, zwei Kapitel zum Warmhören hoch für euch. Außerdem geht es weiter mit Dark Fantasy. Wir stellen einen Manga vor. Ich sage nur Goblins. Goblins! Es gibt natürlich auch weiterhin Jules Verne. Wir beenden bald den ersten Teil von 20.000 Meilen unter dem Meer. Und es gibt Kurzgeschichten, Ausflüge in die Urban Fantasy. Wir haben zum Beispiel ein paar Kurzgeschichten geschrieben von eurer Kleinigkeit meinerseits. Und natürlich am Ende vom Oktober liegt Halloween. Und dazu haben wir eine wunderbare Geschichte von einem Gastautoren, Fabian Nararis. Wir lesen einen Ausschnitt aus seiner Kurzgeschichte Mein Geist. Eine wunderbare, untypische Vampirgeschichte. Ich empfehle sie euch. Hört einfach rein. Falls ihr selbst Lust habt, uns eure Beiträge zu schicken, Kurzgeschichten, oder ihr wollt selbst mal ein Märchen einlesen, meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns immer über Gastbeiträge, denn Hörgeschichten ist für alle da. Jeder kann mitmachen und jeder kann zuhören. Ich hoffe also, wir hören was von euch und ich hoffe, ihr hört was von uns. Ich wünsche euch einen wunderbar herbstlichen Oktober. Und wir sehen uns dann im Science Fiction November. Bis dahin, tschüss, eure Hörgeschichten. Abonnieren, 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 abonnieren.